Am 4.1.2023 um 12.48 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn von der Bundespolizei zu einem Brand in der ehemaligen Hochgarage im Hauptbahnhof alarmiert. Die Erkundung ergab, dass im ersten Obergeschoss Papier und Unrat brennt, was schnell gelöscht werden konnte. Im Einsatz waren der A-, B- und Pressedienst, die Löschanheiten 1, 2, 11, 13, 14, 42, 44, das Tanklöschfahrzeug 3, der Gerätewagen Messtechnik, die Abräumbehälter Einsatzleitung und Artenschutz, das Löschunterstützungsfahrzeug, das Notarzteinsatzfahrzeug 1-2, die Rettungswagen 1-1 und 1-4, ein Funkstreifenkraftwagen und die Bundespolizei. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.